Hallo liebe Freunde, heute ist Mittwoch und Zeit für ein neues Video. Heute mache ich wieder zwei Videos, eins auf Deutsch und eins auf Englisch. Das Deutsche wird über Babysachen gemacht, die ich gerade bekommen habe von H&M. Und wir sprechen noch mal ein bisschen über die Haare. Ja, meine Haare auf jeden Fall nicht. Und hier ist meine süße Daisy, also das ist der Bausatz von Ping Lao und das ist die Kai. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, total knuffig ist die. Die wird jetzt gleich umgezogen in meinem englischen Video. Wenn ihr euch das auch noch angucken wollt, kommt mal rüber. Sonst auf Deutsch reden wir immer über Babysachen und ich habe ein kleines Video über meinen Spaziergang auf Muttertag mit unserem Hund und Haare und wollen mal sehen, was noch so dazu kommt. Bis dann, sehen wir uns in 5 Sekunden. Tschüss! Hallo, hier ist Andrea nochmal wieder. Hier ist meine Daisy, die wollte einfach mitmachen. Ich habe gesagt, okay, du kannst mal Hallo sagen zu unseren Freunden. Und sie sagt jetzt Hallo. Und dann muss sie jetzt gleich gewechselt werden für unseren Feiertag, Memorial Day. Das ist am Ende des Monats. Aber wir fangen jetzt schon mal an zu wechseln. Also sie sagt jetzt Tschüss. Also das ist jetzt die Kai von Ping Lao. Das ist die Urkunde. Die habe ich von, wie heißt die nochmal? Die heißt, April heißt die, die Reborning von Little Valentine Nursery. Also die ist, kann ich gut empfehlen. Sehr, sehr hilfsbereit und ist in Kanada. Also das geht super bei ihr. Und was ich so gerne mag an diesem Baby ist diesen kleinen Kratzer, den sie da so hat. Finde ich total süß. Also die geht jetzt mal ganz schnell einen Moment ins Bett. Okay, also jetzt bin ich wieder da. Okay. Jetzt reden wir mal ganz kurz über die Haare von den Babys. Also, was ich jetzt benutze, ist entweder dieses Detangler, heißt das Conditioner Detangler von Honest, die Firma. Die kann man hier in jedem Supermarkt kaufen, dieser Conditioner. Müsst ihr aber auch in Deutschland bekommen können, vielleicht auf Amazon. Wenn ihr ihn nicht bekommt, sag mir mal kurz Bescheid, dann kann ich mal so eine Flasche schicken. Auf jeden Fall ist das hier, das kriegt man das hier überall, das ist vielleicht 5 oder 6 Dollar, kostet das und das reicht, das ist genug für 2 Jahre, würde ich sagen. Und dann, ich habe dann diesen nochmal gekauft, das ist aber von eBay oder von Etsy, irgendeinem, weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube eBay. Das ist aber so ein spezielles Formular. Ich weiß auch jetzt nicht, wie man das jetzt noch macht. Da würde ich auch nichts dran ändern. Also was ich jetzt mache, ein Spritzer von diesem oder diesem und 2 Spritzer Wasser auf die Bürste und dann nicht direkt aufs Haar, sondern auf die Bürste und dann kämmen und dann trocken lassen. Also keine Mütze oder so aufziehen sofort. Und ich würde sagen, mit Wasser alleine ist das nicht so gut, weil die Haare nach einer Weile austrocknen. Und das wollen wir ja nicht. Wenn die nämlich austrocknen, dann fallen die nämlich auch aus. Also, jetzt mal zu meinen Babysachen, die ich gerade bekommen habe von H&M. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt gekauft habe. Das ist jetzt mal eine Überraschung jetzt für mich auch. Okay, aber mal gucken. Papiersache erstmal weg. Alles klar. Okay.
hoffe, dass ihr alle sehen könnt. Ach, so eine kurze Hose. Das ist auch süß. Und ich glaube, das können auch beide anziehen. Ein Junge oder ein Mädchen, würde ich sagen. Also das ist so in weiß und so beige. Das ist Größe 0 bis 1 Monat. Das ist, wie ich schon gesagt habe, H&M, war gar nicht mal so teuer. H&M sind ziemlich billig, würde ich sagen. Und die haben immer so richtig knuffige Sachen da. Nochmal. Finde ich total cool. Also haben wir jetzt dieses. Ach, das sind jetzt, glaube ich, Unterhemden, die ich jetzt gekauft habe. Oder T-Shirts, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, Bodies. Also diese Bodies habe ich jetzt gekauft. Kann man nie von genug Punkten bekommen, weil ich tue immer Bodies unter den Sachen anziehen, damit ich den Körper so ein bisschen schonen möchte. Und das ist auch die Größe. Muss ich mal gucken. 1 bis 2 Monate. Okay, und das kann man auch gut unter dieser Latzhose anziehen, finde ich. Also so alles so rot, blau und weiß. Ich stehe so total auf blau und weiß. So Amerikaner-Sachen, Farben. Ups. Hat dann so eine kleine Bluse. Diese sieht auch süß aus. Kurze Ärmel, gestreift, weiß und blau. Die Knöpfe sind aus Holz. Finde ich auch richtig süß. Und das ist auch wieder 1 bis 2 Monate. Da haben wir es. Dann haben wir noch mehr Bodies. Gucken. Ja, das sind T-Shirts. Die finde ich auch gut. Denn ich habe nämlich so ein paar Hosen machen lassen von einer Schneiderin in England. Und das sind so diese MC Hammer Hosen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Also ich finde, so ein T-Shirt und dann diese lockeren Hosen sehen, werden gut aussehen. Oder nur eine Windel und so ein T-Shirt, weil es hier auch ziemlich heiß ist im Sommer, ist auch gut. Also ich brauchte T-Shirts. Okay, und dann, ich glaube, das ist eine Shorts-Hose. Ja, hier ist eine Shorts-Hose. Die passt jetzt zu dieser Bluse vielleicht, oder vielleicht aber auch nicht. Ja, könnte man machen. Ich würde das aber wahrscheinlich so machen. Das sieht doch wohl gut aus. Ja, und dann ein schönes Schleife im Haar oder wenn es für einen Jungen kann das ja auch sein. Ist doch kein Problem. Ja, und das war es dann für mich für heute. Das ist jetzt alles von H&M. Ach so, ich zeige euch mal die Hosen, die ich jetzt bestellt habe. Einen Moment mal ganz kurz. Entschuldigung, das habe ich gar nicht dran gedacht. Warte mal einen Moment. Also ich habe jetzt diese Hosen bestellt von so einer Schneiderin in England. Die sind ziemlich weit hier, also die sind weit hier und dann eng an den Beinen. Und ich finde, das wird gut aussehen.
Also es ist einmal hier mit so einem Igel. Es ist ein Igel auf Deutsch, weiß ich gar nicht mehr. Und dann Elefanten. Das ist mehr für Mädchen, würde ich sagen, ne? Und dann die Hasen. Finde ich auch süß. Und dann kann man dann so ein T-Shirt dabei nehmen. Sieht doch dann gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ja, so habe ich mir das gedacht. Aber wenn die jetzt angezogen sind, die Babys, dann mache ich noch mal ein Video darüber. Also diese drei, die habe ich jetzt aus England bestellt. Und die Frau, die ihre Firma heißt Clay Bear. Clay Bear. Also hier ist der Name. Könnt ihr ja mal auf Etsy gucken, falls euch sowas gefällt. Ich finde diese Sachen richtig toll. Ich mag nicht so Sachen, die so eng sind an diesen Babys, sondern ein bisschen weiter, ein bisschen mehr bequem. Und ja, dann warte ich noch auf einige andere Sachen. Bis dann würde ich sagen, tschüss für heute. Und dann am Sonntag geht's weiter dann mit meiner Geschichte. Bis dann, tschüss. Unser abendlicher Spaziergang ist jetzt am Ende. Hier ist unser Haus. Hier ist unsere Molly. Schön heute Abend, muss ich sagen. Es ist ungefähr 9 Uhr. Ist immer noch schön bequem zum Laufen. Das ist unsere Nachbarschaft. Ich rieche Barbecue. Grillen heißt das hier wohl auf Deutsch. Also bis später mal. Tschüss.